Moin, hier ist Max. Ich habe gerade eine Grippe hinter mir und klinge deswegen noch so ein bisschen angekratzt. Aber hier bin ich auf dem Hamburger Dom mit einem Kumpel unterwegs. Und ja, wir machen Fotos. Ich halte jetzt die Klappe, sonst falle ich meinem Vergangenheits-Ich ins Wort. Die Frau hat mich gerade richtig böse angeguckt. Ja, deswegen, ich bin mal so vorsichtig. Ich versuche mal so Sachen zu rennen, von hinten und das Ja, wie gesagt, gerade dreist. Bleibt natürlich dreist im netten Rahmen, ne? Also. Und ansonsten halte ich eigentlich immer nur mit High Shutter Speed drauf und guck mal, welches der 3-4 Bilder das wird. Ich habe jetzt auf Lot stehen, glaube ich, ja. Ja, schalt mal auf High, glaub mir. Meistens hast du eine Person fotografiert, die hat die Augen zu und im nächsten Bild sind die wieder auf. Ah, komm schon. Außerdem kriegt man dann teilweise genau den richtigen Moment erwischt. So, Freunde, da hat sich mal bequem, alles andere hilft jetzt hier nicht mehr. Da sind wir schon, ihr habt es so gewollt. Wenn noch ein bisschen Auto bleibt, es geht noch bis. Was kommt, Freunde, wir geben uns dazu. Das ist echt egal, wo man ist, oder? Die klingen immer gleich. So, aber los, liebe Gäste, Herr Reinschwarz, wer kommt das hier? Ja. Gibt man weiß. Das war völlige Reizüberflutung. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Kamera hinhalten soll. Ja, ich auch immer. Ich denke, da. Und dann? Oh ja, hier. Oh, das ist auch ganz cool hier. Ja, das ist ja gut, dass es die Hilfe geht. Ich habe auch schon gedacht, warum kann man das nicht noch so klappen? Die Vierer ist einfach frech teuer, also ja, noch. Die Hütte, jetzt geht's los, Freunde! Ist schon heidenteuer, das stimmt. Ich hatte einen Kollege von mir und der hat mir das mal aufgemacht, weil der so, der steht auf Vögel. Nun zu die Animateure, zeige dir den Weg hier an den Weg. Und das ist der Tüte von Schmidt. Ja, so Tipp für Leute fotografieren ist meistens entweder entweder an den vorbeigehen oder einfach genau drauf. Der Typ hat mich gerade angeguckt, als würde er mich töten wollen, aber der wird ja sein Bier nicht verlassen. Also wenn ein guter Mann ist, verlässt er sein Bier nicht. Und der Typ hat dann so böse geguckt und dachte so, okay, dann nicht. Ja, genau. Dann nicht. Oh ja, das ist auch mal geil. So. Ich glaube schon, ja. Sieht richtig cool aus. Ja. Schick. Okay. Die Kneipe am Hof rein. Jo! Warte, hier kam da vorhin so ein. Das sieht halt noch geil aus, weil da ist voll sorry. Da ist es halt schön still und das ist schön geil belegt. Ich verstehe.
ich diese Dinger nicht. Ich schmeiß da Geld rein und... Jetzt noch eine Sonnenbrille. So, damit komme ich auf die letzten beiden Bilder. Einmal das hier und gleich das nächste. Ich halte das heute ein bisschen kürzer, damit ich noch ein bisschen übrig habe für die nächsten Videos. Danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne irgendwie einen Kommentar da. Wenn nicht, dann schreibe ich mit einer Prickelnadel in Blindenschrift irgendwelche Beleidigungen auf meinen Schreibtisch.